Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3! Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig enttäuscht von meiner Grafikkarte. Denn ich hatte... Schade. Nein, meine GeForce Experience Systemsteuerung oder was auch immer ist abgeschmiert. Als ich gerade Final Fantasy 3 aufgenommen habe. Dementsprechend weiß ich schon, wo wir hin müssen jetzt. Wir müssen nämlich nicht in dieses Schloss rein. Nein, wir müssen erstmal... Da werdet ihr gleich sehen, wo wir gleich hingehen. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Wobei, kann ich ruhig machen. Ich meine... Wir machen es jetzt ja sowieso. Wir gehen in die Klamm der Gul'gana. Das ist ein Volk, das blind geboren wird. Oder die blind geboren werden. Und dafür aber in die Zukunft sehen können. Und die werden uns sagen, wo wir hin können, sollen, müssen. So schlau bin ich schon. Und dann geht es in den Turm des Owen. Denn dort wird sich das Schicksal von Dash erfüllen. Fragt mich nicht, was es sein wird, weil da, genau da, als wir da drinnen waren, oder als ich da drinnen war, ist mir auf einmal das komplette Spiel, erstmal gab es keine Rückmeldung von Final Fantasy 3, von meinem, ich spiele es im Fenstermodus, ne? Erstmal gab es da keine Rückmeldung. Dann ging es wieder, denn wieder keine Rückmeldung. Und dann hatte ich, hat sich irgendwie mein, ja, Grafiktreiber verabschiedet. Wie auch immer, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall noch keine neue Moog-Notiz. Hier redet auch keiner wirklich mit uns und sagt uns irgendwas Nützliches, außer der Typ da in der Mitte. Und den Geheimgang hier hatte ich auch gefunden. Da war ein Feuerstab. Ne, okay, eine Magierrobe, ein Feuerstab und ein Eisstab. Okay, ein Eisstab. Und ein Feuerstab, genau. So war das. Dementsprechend kriegt eigentlich... Moment. Erstmal ändern wieder die Formation wieder. Weil jetzt scheint es ja wieder alles richtig funktionieren zu können. Sie kriegt erstmal den Eisstab in die Hand. Obwohl, der kann eigentlich beim Killerblogen. Jo, alles klar. Beim Killerblogen. Wieso will ich ganze Zeit Killerblogen sagen? Das ist total Schwachsinn. Kann man im Killerbogen bleiben. Auch wenn wir die Eisenpfeile noch brauchen. So. Warte. Magierrobe vergessen. Items ordnen. So. Jetzt sprechen wir uns. Benutzt diesen Server und betrete den Turm des Owen. Hoch im Norden. Dash. Dein Schicksal erwartet dich. Den Zauber frisch erhalten. Ja, dazu kommen wir auch gleich noch. Vorher will ich aber noch zurück ins Wikinger-Quartier. Der Turm ist um das voller Maschinen und Mechanismen. Hier erwartet Dash sein Schicksal. Bla bla bla. Wie gesagt, die Gul'gana haben sich hier zurückgezogen, um in die Zukunft zu blicken. Kann ein... Ich sag mal, kann ein... Kann verhängnisvoll sein. Im Sinne von... ist nicht gut. Kann aber auch mal nicht schlecht sein, ne? Aber egal. Wir... Ich will jetzt, wie gesagt, ich gehe erstmal... in den Chocobo-Wald. Denn da oben ist der Chocobo-Wald. Ja! Den will ich euch gleich zeigen, wenn wir hier gleich mal durch sind. Denn ich muss noch ein paar Vorkehrungen treffen. Denn wir haben ja ganz viel Gil jetzt. Irgendwas bei 12.000 oder so. Und das würde ich ganz gerne auf den Kopf hauen. Haben wir 12.000 Gil? Ja, fast. Und dann würde ich jetzt ganz gerne auf den Kopf hauen. Aber vorher starb ich mir Chocobo. Habe ich dich, Chocobo. Zweimal auf Return drücken, glaube ich. Also es wäre B in diesem Falle. Wow, was ist das? Ein Seepferd? Ein Tangi, wie auch immer. What the fuck?
Und ich habe vergessen, wieder etwas umzustellen. Ich wollte nämlich wieder umstellen, dass sie das nicht behalten, sondern dass es immer wieder auf Angriff zurückgeht. Weil das verwirrt mich extremst. Theoretisch müssten wir auch bald mal ein Level Up sein, wa? Wann kriegen wir das nächste Level? Egal. Erst, das werden wir dann sehen, wenn wir Level Up haben. Gehen wir jetzt mal wieder auf Standard, so. Karte? Ach, ganz ehrlich? Kriegen wir hier alles? Weiß ich nicht. Kann ich mich hier wenigstens hinpacken? Nein, kann ich auch nicht. What the fuck? Ich dachte, ich kann nicht resten einfach so mal umsonst und so. Okay, gucken wir mal, was es hier so gibt. Hier gibt's Potion, die wollte ich sowieso haben. So. Echokraut brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Goldnadeln brauchen wir definitiv auch. Frosch haben wir jetzt eigentlich, aber ich glaube, ich muss mir noch ein paar Jungfernküsse kaufen. Also müssen wir wohl doch ins Wikingerlager zurück. Warte mal, das kostet aber 40 Gil zu übernachten. Wie viel kostet das hier? Auch 40 Gil, alles klar, dann kann ich das da machen. Das wäre sowieso klüger zu machen, weil ich da sowieso erstmal hinfahren muss. Und das darauf, da könnte ich auch immer noch Kämpfe kriegen. So, ich dachte schon, ich muss auf den Drachenberg. Und kann ich hier eigentlich, wenn ich hier jetzt runterfahre, irgendwie so in die Höhle von den Wikingern reinfahren, wo man die Kanone reinschießen kann? Wisst ihr, was ich meine? Bei den Wikingern steht doch so eine Kanone. Und damit kann man doch so ins Wasser schießen. Frag mich, ob ich da so reinschießen kann ins Boot. Das wäre, glaube ich, nicht so vom Vorteil. Auf jeden Fall habe ich nach dem Grafikbug oder Grafikfehler habe ich auf jeden Fall meinen PC mal neu gestartet. Sollte jetzt wieder funktionieren, wenn nicht, dann muss ich irgendwie mal gucken, ob das irgendwie am Spiel liegt. Weil muss es denn ja, weil sonst, ich hatte sowas sonst nicht. Noch nie, so, in dem Sinne. Okay, ich werde hier nicht weiterkommen. Das heißt aber, bevor ich hier jetzt Potions verbrate, halte ich lieber mit Vita. Weil die Punkte kriegen wir ja gleich wieder. Vita wieder. Voll der Reimekönig. Scheiße. So. Aber es war auch eine Qual. Ich musste, als ich den Chocobo erstmal hatte, ne? Musste ich erstmal nachgucken, wie man absteigt. Vom Chocobo. Deswegen habe ich das nochmal erwähnt. Man muss doppelt Return drücken. Also in meinem Falle wäre jetzt beim Xbox Controller B. Frag mich nicht, was bei euch wäre, das weiß ich leider nicht. Ach, kann sein, das ist... Nee, Escape ist nicht, das wäre der Start. Wüsste ich jetzt nicht, wäre ich jetzt überfragt mit. Wahrscheinlich, Delete. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen müsst ihr das mal selber ausprobieren, falls ihr es denn mit Tastatur spielt. So. Komisch ist das Wasser da hinten, also die Quelle, die funktioniert bei den Wikingern immer noch nicht. Wahrscheinlich erst, wenn man... wenn man... Scheiße. Egal. Wenn man... Na, kommst du drauf, Tobias? Wenn man den Wasserkristall... Oder Kristall der Luft... Nee, Kristall des Wassers. Wir sind ja vom Kristall der Luft oder des Windes sind wir ja gesegnet. Ja, das war der erste Kristall, dem wir begegnet sind oder der uns, wie auch immer, zu sich hingerufen hat oder wie auch immer man das sagen möchte. Und der hat dann nichts zu tun, aber Kristall des Wassers. Wahrscheinlich, wenn wir uns mit dem Kristall des Wassers irgendwie, ich will nicht sagen geeinigt haben, aber wenn wir den befreit haben oder... Ja, befreit kommt eigentlich, glaube ich, hin. Weil die haben ja ihre... die Kristalle haben ja ihre Kräfte versiegelt. Und ja, die müssen wir entsiegeln quasi. Also befreien in dem Fall, ja.
klingt für mich jedenfalls am logischsten. Und ich spare mir meine MP jetzt mal auf. Das ist auch super gut, dass er jetzt angreift. Mit dem Schwert ist natürlich ein bisschen schlechter. Aber passt schon. Ja, das ist kein Problem. Dafür habe ich ja die 99 Potions dabei. Wenn mal was passieren sollte, kann ich mich damit ja schnell hochpumpen. Kann ich euch auch nur empfehlen, weil es ist nie falsch, ein paar Potions in der Hand zu haben, vor allem auch kleine. Jetzt haben wir Level Up. So, hier beginnt wieder Dings, ne? Ja, so, jetzt sind wir wieder in Kanan. Oder nicht Kanan, das ist Argus, aber wie auch immer. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ach, man, die ganzen Zwischenkämpfe, die gehen mal echt auf die Eier. Ach, scheiße, ich wollte mir die Scheiße hier aufsparen, ey. Leck mich doch mal Arsch. Bitte mach Blitzra. Boah, mit deinem Gammelschwert machst du nichts. Nix reißt du hier, nix. Scheiße, ich bin auch so doof und greif den Falschen an. Dash, du kannst nix. Nix kannst du. Ich hasse dich. Alter, wie schnell der ist teilweise. Schneller als mein Dieb, Alter. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. So, ich will auch endlich Level Up. So, jetzt ab in diesen scheiß Turm. Plopp. So. So. Wir gehen links rum. Die Frösche, die man hier ansprechen kann, die sagen nur Quark. Nicht mal in der Textblase. Sagen einfach, man hört einfach nur das Geräusch. Quark. Das war's. Bitte mach Blitzra. Boah, Jesus Christus, ey. Alter, 72 macht der Wichser. Ja, und die Stimmen natürlich, deswegen brauche ich das Echokraut. Weil ich war erst in der ersten Etage und dann ist mir das Spiel, wie gesagt, abgeschmiert. Ich bin mir daher auch nicht sicher, wie viel Echokraut man hier findet. Glück jetzt natürlich, dass er meinen Dieb angegriffen hat und der guckt. Genau das meine ich nicht. Die greift eben meinen wichtigsten Mann mit diesem scheiß Angriff an. Und zwar mein Schwarzmagier. Und das kann ich irgendwie so überhaupt nicht gebrauchen. Also, Potion. So, wo haben wir... Ich hab Gott da. Eins kann ich schon mal verschwenden, weil ich weiß, dass wir eins auf jeden Fall kriegen in der nächsten Etage. Warte, ich habe den Zauber noch gar nicht gelernt, ne? Frosch. What the fuck sind das? Ekel-Igel. Okay. Bei denen brennt wohl echt die Hütte, ey. Ja, du machst das schon wieder mit deinem Gammelschwert, Alter. Hab ich ein Glück, dass die nicht so stark sind. Oh, boah, und es hat sich auch so mega gelohnt, jetzt so zu zaubern. Hätte ich das gewusst, ey. Boah, Verschwendung hoch 10. Das ist echt uncool, dass man nicht weiß, wann dieser Ficker angreift. So. Das Einzige, was jetzt passiert, so... ich bin Amber. Ich mag keine Frösche. Also total unnötiger Stuff. Ironie des Ganzen ist, dass sie uns in Frösche verwandelt. Also, ich persönlich finde es natürlich mega lustig, aber das sieht ja jeder anders. Dementsprechend habe ich irgendwie auch extra Jungfernküsse mitgenommen. Denn da müssen wir nämlich keine Magiepunkte erstmal benutzen. Oder verschwenden in dem Falle.
Willkommen im Turm des Owen und zu eurem Untergang.